Das Item will ich haben. Kannst du dich mal ohne nichts, ich greife dich nicht an. Ich doch nur auf die Klappe. Ein Zubat. Ach Gott, unten Radfratz. Nee, 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 nee. Hier sind noch zwei Trainer, die muss ich erst besiegen. Die haben Prioritazi. Und der müsste einen Sandan haben. Und Fleckmon. Erstmal auf den Kopf legen. Wir kennen die Wirkung Flecken und Pentagon uns auch immer. Ist so langsam. Ja, nur so perfekte Wirkung. Der hat einen Sandan gehabt. Ich hole mir einfach mal alles mit, was hier rumliegt. Morgen könnte ich mir ja auch ein Nachtrass hier fangen, aber das bringt mir ja nichts. Ist ja kein Flug. Gut, und dann haben wir da noch einen mit einem Vulpix. Ja, komm. Zeig mir deinen Vulpix. Dann müssen den Schild gut funktionieren auf Feuer. Na jawoll. Ah, guck mal, wieder mal so Schaden daraus gegangen. Nice. Nein, wäre nicht. Komm. Ah, da bin ich vorbeigekommen. Nice. Dass ich kann heilen gehen, ohne dass mir was passiert. Puh. So, jetzt kann ich ihn besiegen. Sie hatten noch Holo und einen Kleinstein, oder? Ja. Oder 11. Oh Gott! Scheiße! Bitte nicht, bitte, bitte, bitte. Oh Gott, danke schön. Das habe ich jetzt gerade ein Herzkasper gekriegt, ey. Hier blieb das Herz stehen. Gottes Willen. Alter, wie kannst du mir sowas antun, ey? Ich kann das Ding einfach Steinwurf. Und ihr habt gesehen, Steinwurf hat fast die Hälfte weggemacht. Das ist doch ein Witz, ey. Na du Spassemacken. Geh mal in den Brunnen und tu dir mal weh. Super. Muss ich ihn wieder safen gehen. Schnell noch ein paar Items kaufen. Vor allem Tränke. Super Tränke können wir auch schon mit anfangen. Ah, ein Quatsch, den kann ich mal verkaufen. Den brauche ich ja nicht. Trank wäre Gegengefahr. X-Abwehr braucht kein Mensch. X-Angriff braucht kein Mensch. Aufwecker behalten wir mal. Ja, da weiß man nicht. Was läuft da eigentlich rum? Läuft hier eigentlich mit Flug-Pokémon nachts rum? Habitax? Ich weiß das ja nicht. Oh, aber ja nicht. Ich glaube, die Flug-Pokémon hole ich mir nachher aus dem oder gleich aus dem Gewölbe. Aber jetzt geht es erstmal um die Rockets. Team Rocket. Sollte man auch nicht unterschätzen. Haben auch einiges auf dem Kasten. Und solange ich leider noch keine Konfusion habe, sind ihre Gift-Pokémon ganz schön gefährlich. Aber die Radfratz werden mit der Zeit ungefährlicher. Hallöchen, meine Dame. Müssen wir uns denn streiten? Können wir nicht einander füreinander lieb sein? Anscheinend nicht, denn der Superschall hat eindeutig bewiesen, dass es nicht geht. Scheiße. Rettern! Rettern ist ja eigentlich für meinen Hutut, für meinen Nightwing super Nahrung, also schnapp's dir. Jetzt sind hier noch zwei. Der eine hat einen Smogon. Ich glaube auf 14 oder so. Bin mir aber unsicher. Gott, der Rivale, der taucht ja auch auf. Scheiße, wann hat der eigentlich einen Magnetilo? Ey, der hat doch einen Magnetilo. Wann hat er das denn? Jetzt schon? Ich glaube, jetzt hat er einen Nebulak. Nebulak, Zubat und... Hier.
Sag mal schnell. Nebulak, Zubat und Kanimani. Das kann Gott sei Dank nicht später kein Eisstrahl. Das kann Erdbeben, glaube ich, später, aber das ist ja wurscht. Das bringt mir ja nichts. Das bringt mir ja nichts gegen meine Flugbuchse. Ja, komm. Der kann, glaube ich, Smog sein, Smogger. 14. Oh, schön eingesleept. Das heißt, ich habe 2-3 Treffer frei. Perfekt, Volltreffer dabei. Und tschüss. Und Level 19, nice. Puh, okay. Das hat ganz gut geklappt mit dem Smogern. Vor dem hatte ich ein bisschen Respekt. Hat aber geklappt. So, ja, ich hab's geschafft. Hi, ich, du, hier, er, sie, es. Ja, Pokebälle mache ich auch nicht. Dafür müsste ich ja die Bärenbäume pflücken. Gut, nächste Arena. Schwede, alter Schwede, alter Schwede. Die Wale wird gleich eklig. Da muss ich echt aufpassen. Da muss ich echt heil hochheilen ohne Ende. Beziehungsweise hier noch mindestens ein Level rausholen. Ledibar würde ich auch gerne trainieren. Ledibar, das ist doch dann später Ledian mit Käferflug. Ah, ist echt schwierig da. Erstmal muss ich. Ich will ja gerne so drei Teammitglieder haben, die ich auf der sicheren Seite bin. Ich habe ja nichts. Ich habe jetzt Hufflug und fertig. Nightwing. Ja, was soll das? Wenn das Ding down gehen sollte, dann habe ich echt ein Problem. Dann habe ich nämlich gar nichts. Dann habe ich nur noch einen Hufflug in der Hinterhand. Mein Safer. Und das bringt mir ja nichts. Ich muss ja erst wieder hochpushen. Und den kann ich hier und kaum hochpushen, weil der halt. Oh, ne, nix da. Weil der halt hier nicht stark genug ist. Ich müsste dann zurückgehen und schaffe den Weg dann nicht. Weil auf dem Weg dahin mein Hut gut draufgehen wird. Ah, also darf Hut nicht sterben. Level 20. Oh, was? Jetzt schon? Nice. Noctu. Voll bescheuert, ey. Nightwing ist ein Noctu geworden. Die Werte haben sich, oh, deutlich verbessert. Gott sei Dank. Das kam gerade rechtzeitig. Okay, nochmal heilen, damit wir Schnabel und so wieder voll haben. Und dann geht's auf. Zu Arena-Leiter Kai. Speicher mal. Als mit ein Spiel ist mir egal. So. Und safe. Was? 2 Stunden schon? Also von Stadt gerade bei die. Ja, 2 Stunden. Da sehen wir mal, was passiert, wenn man auf 300% spielt. Da geht vergeht die Zeit wie im Flug. Okay, auf geht's. Ich glaube, Noctu kriegt das ganz gut hin. Kokuna. Kokuna kann mich vergiften. Kommt Gott sei Dank nicht dazu. Und jetzt kommt das letzte, Sichlor. Ja, Zornklinge. Oh, das ist nice, das ist nice. Das sind 2-mal Schnabel ist Sichlor auch weg. Jawohl, ja. Und fast ein Level ab, geil. Okay. Also der zweite Arena-Leiter. Zornklinge erhalten, bringt mir nicht viel. Wenn ich selber mal einen Sichlor habe, später könnte das was werden. Sichlor ist ja Käferflug. Ich will hier kopflos einsetzen, lass mich doch. Gib mal ein wildes Poke. Ja, Noctu 21, so, gut. Okay. Puh, wieder ein schwerer. Oh, scheiße. Leute, mir fällt gerade was ein. Das Miltank von Bianca kann Walzer, ne? Walzer ist Gestein. Oder? Wenn das so ist, nimmt Walzer mich auseinander. Ach, ja, jetzt kommt erstmal der Fatzke. Hallo, na, was willst du denn? Blablabla. Nebulak. Ja, das interessiert ja mal gar keinen. Ist doch nicht paralysiert, oder so ein scheiß Zubat. Das ist ärgerlich, das ist ärgerlich. Noch ärgerlicher? Das ist auch ärgerlich. Perfekt, das ist gut.
Und Tyrakrok. Scheiße, hat nicht funktioniert. Okay, draufhauen. Kein Risiko eingehen. Lebensschelle, mal Genauigkeit senken. Und dran. Er macht aus irgendeinem Grund nur Kratzer. Perfekt, daneben und sieg. Juhu! Uran ist besiegt. Die hat gewonnen. Okay, wieder ein schwieriger Teil gemeistert mit nur einem Pokémon. Jetzt muss ich aber gleich... Wie viele Pokébälle habe ich noch? 7, okay. Jetzt muss ich aber gleich meine Regel das erste Mal zerstören, denn ich muss ja hier ein Pokémon fangen, was Zerschneider kann. Ich krieg ja das Proventer, krieg ich ja nicht. Ah, das kann Zerschneider. Den krieg ich ja nicht, den... Der ist ja so... Oh, doch nicht. Dann machen wir das mal eben mit Lebensschelle. Ich hoffe, Noctu kann Kopfnuss einsetzen. So, der Bereich. Nochmal Hypnose, dass er einschläft. Und dann catchen wir den doch mal. Ach, geh in diesen scheiß Ball rein. Kann nicht wahr sein, ne? Das ist wieder so ein Ding, das raubt mir meinen letzten Nerv, weil das meine Bälle schluckt und die kosten Geld. Das scheiß Paras, ey. Braucht nur so ein Fuckding für Zerschneider und dann willst du dich in den Ball rein. Oh, danke schön. Paras kriegt auch einen Eintrag. So. E-Punkt. Das ist mir scheißegal. Das ist Paras für mich. So. Bitteschön. E-Punkt Pilz. Bitte nicht erklären, was E-Punkt bedeutet. Ich hasse Paras. Dass er mich so verarscht hat hier gerade. Ach, guck mal, deine kleine Schwester. Oh. Paras Mädel draufgegangen. Schade, wa? So, ich bin Zerschneider. Ein Rappla. Bringt mir nix. Darf ich bitten, der Herr? Vielen Dank, VM1. Ja, Zerschneider. Oh, E-Punkt-Pilz trägt was. Was trägst du denn? Ein Mini-Pilz. Na, den nehmen wir dir mal ab. Gut. Okay, Zerschneider einsetzen. So, und durch. Zu dem da will ich, denn der hat Kopfnuss. Und ich hoffe, Noctu kann Kopfnuss. Damit ich mir ein paar Pokémon aus den Bäumen schütteln kann. Dann werde ich die vermutlich, weiß ja nicht, ich glaube, ich level die dann. Ich jetzt mal überlegen, wenn ich die offscreen levele, muss ich euch natürlich dazu schalten, wenn eins meiner Pokes down gegangen ist. Ah, wir gucken mal. Ich glaube, es wäre uncool, wenn ich euch die ganze Zeit dabei lasse. Scheiße, er kann kein Kopfnuss. Kacke. Das heißt, ich muss wieder anders machen. Oh Mann. Was mach ich denn dann? Wie mache ich es denn? Muss ich warten, bis Tag ist, oder was? Da wollte ich eigentlich so schön in der Nacht spielen. Leute, ich bin ja zugegangen. Wer hat den Baum hier wieder zugemacht? Ja, wir warten mal. Okay. E-Punkt-Pilz bleibt dabei. E-Punkt-Pilz bleibt dabei. So. Ja, ohne Quatsch, da nehme ich nachher Togepi mit und mache daraus einen Togetick. Der wird ja wohl Kopfnuss können. Moment. Bevor ich da hingehe, ne? Da oben sind ja Trainer. Da kann ich ja eigentlich mein
Togepi gut trainieren. Das heißt, ich werde jetzt einfach mal hier rumlaufen, bis das kein Ding ausbrütet. Es sind ja schon Laute zu hören. Und dann habe ich ja mein zweites Pokémon. Togepi. Togepi wird zu Togetic, ist also alles legitim. Und ich versuche dann, oder ich werde dann Togepi wahrscheinlich in dem Wald da neben uns oder hier oben ein bisschen leveln. Damit das Ding auch ein anständiges Level hat. Und dann, ab einem bestimmten Zeitpunkt, werden wir uns dann wahrscheinlich am Ende des Blütenburgwalds wiedersehen. Und dann gemeinsam die Trainer da unterhalb von Dukatia City erledigen. Dort kannst du jetzt auch mal schlüpfen. Obwohl, passt ganz gut in die Abmoderation, ne? Ich werde jetzt nämlich hier gleich einen kleinen Schnitt einlegen. Ich hoffe mal, das Projekt gefällt euch. The Challenge. Ich hoffe, ich habe die Regeln auch drunter geschrieben. Wenn nicht, dürft ihr mich einmal schlagen. So, Togepi schlüpft aus dem Ei. Nein. Wie nennen wir es denn? Ei, ei, oh wei. Ei, ei, oh wei. Das Ding ist noch normal. Es soll ja eigentlich zu einem netten Dingsbums werden. Jedenfalls werde ich das Ding jetzt trainieren. Mit Hilfe meiner Fähigkeiten und Nightwing. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns gleich nach einem kurzen Cut wieder. Huch, dann zieht er erstmal sein Mikro rum. Wir sehen uns gleich nach einem kurzen Cut wieder. Bis dahin, Leute. Ciao.